Ja, wir sind, wie gesagt, Robin hat es gerade super gesagt, in einer spannenden Phase. Wir dürfen hier miteinander mit den Mitarbeitern, aber auch mit euch daheim, den Gottesdienst feiern. Und ich möchte, bevor ich anfange, möchte ich einfach noch beten. Und ich bitte euch, wo ihr auch seid, ob es jetzt um den Stubentisch herum ist, im bequemen Sessel, um den Küchentisch herum, wenn ihr schon ein gutes Morgen gehabt habt. Und natürlich auch ihr hier im Saal rein. Lasst uns aufstehen. Wir wollen uns jetzt ganz bewusst auf Gott ausrichten und auch einfach zu ihm beten. Himmlischer Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist. Du bist der allmächtige, dreieinige Gott. In deinem Namen dürfen wir uns jetzt hier versammeln. Und wir danken dir, dass du nicht ein Gott bist, der an Räumen gebunden ist, sondern dass du jedem Einzelnen begegnen tust, gerade jetzt dort, wo es ist, ob es daheim ist, in einer Gruppe, allein oder auch hier. Jesus, wir danken dir, dass dir alle Macht gibst im Himmel und auf Erden und dass wir auch heute Morgen über das Thema dürfen nachdenken. Und ich danke dir auch, dass wir zu dir dürfen echt sein, dass wir dürfen ehrlich sein und du siehst in unsere Herzen rein. Du siehst, was uns in dieser ganzen Situation Angst macht, was das Gefühl von der Unsicherheit auslöst. Und wir wollen einfach sagen, wir schauen auf dich, du grossen und erhabenen Gott, weil du letztlich alles in deiner Hand hast. Und wir beten für all die Betroffenen, Jesus, dass du ihnen jetzt ganz besonders nahe bist, für all ihre Angehörigen, Herr, in diesem Land, in dieser Region, Europa und weltweit. Du bist ein Gott, der das ganze Universum in seiner Hand hat und da wollen wir dir dafür danken. Und wir danken dir auch für das, was du vorbereitet hast. Du bist der lebendige Gott und das, was wir jetzt heute Morgen hören, sind nicht einfach irgendwelche schöne Worte, sondern wir wollen uns von dir einfach ansprechen lassen. Danke für das, was du für jedes Einzelne vorbereitet hast. Amen. Amen. Nehmt wieder Platz. Ja, ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich bin so ein Typ, ich habe gerne ein bisschen Routine. Oder? Am Morgen schält plus minus um die gleiche Zeit der Wecker. Bei mir ist es meistens, also wunschgemäß eigentlich 17:30, es wird dann gleich dann 18 oder so, man dreht sich dann nochmal einmal. Und nachher tut man vielleicht am Morgen nochmal so ein bisschen den Tag wie Revue passieren lassen und denkt, was erwartet mich denn eigentlich heute? Und hofft, dass der Tag so in seinen schönen, geordneten Bahnen losgeht. Oder? Wahrscheinlich geht es euch auch so, dass man so gerne so Routine hat, so ein bisschen Sicherheit. Und das hatte ich auch gehabt, als wir als Chile mit den jungen Erwachsenen ein Camp in Kreta hatten. Bevor wir wieder auf den Rückflug gegangen sind, habe ich auch gehofft, dass es so einen schönen Rückflug wird. Man lehnt sich so zurück im Sessel, hofft, dass der Flug gut geht. Und das war am Anfang auch so gewesen. Und ich habe mich so bequem gemacht in dem Flugzeugsitz, habe so rausgeschaut, habe mich von dieser kretischen Insel verabschiedet. Auf jeden Fall ist auf einmal das Signal gekommen, wo man hofft, dass es nicht kommt. Ich habe ein Bild mitgebracht. Kennen das? Für all die, die schon geflogen sind, die kennen das. Da kommt auf einmal die Meldung, bitte anschnallen. Und dann merkst du, okay, jetzt wird es nicht so laufen, wie ich mir das bis dahin gewünscht habe. Irgendetwas wird jetzt passieren. Mein Puls ist höher geworden, aber mein Puls ist noch viel höher geworden, als ich gesehen habe, dass mal Crewmitglieder angesessen sind und sich auch angeschnallt haben. Dann habe ich gewusst, jetzt gibt es keinen Service, sondern jetzt geht es wahrscheinlich ans Eingemachte. Irgendetwas hat der Pilot irgendwie gewurschtelt, das weiss man ja manchmal nicht, was der so genau erzählt. Das tut dann einfach irgendwie so. Dann weisst du, okay, der ist jetzt hochkonzentriert und du tust dich jetzt am besten anschnallen. Obwohl ich nicht gewusst habe, was mich jetzt gerade erwartet, habe ich sofort Massnahmen ergriffen. Ich habe zum Beispiel schon mal nach der Tüte gesucht, die sie in jedem Sitz drin hat. Kata ist neben mir gesessen. Magst du dich noch erinnern? Ich habe geschaut, wo ist die Tüte und wie gross ist die Tüte? Ganz genau. Ich habe das schon mal genommen. Schweißausbrüche haben sich bei mir gebildet. Und in dieser Phase habe ich gemerkt, ich glaube, jetzt geht es wirklich nicht mehr lang und es fängt an zu rütteln. Und tatsächlich, der Flüger hat auf alle Weise und Wege angefangen zu rütteln. Der ist auf und ab gegangen, hin und her und so die längste Zeit. Und ich habe gedacht, ey, ich überlebe das nicht.
Das war für mich eine Phase, in der ich nicht nur Schweißausbrüche hatte, sondern eine Phase, in der ich mein Leben anfangen habe, Revue passieren. Es war eine Phase, in der ich mit meinem Leben anfangen habe, abschliessen. Es war eine Phase, in der ich ein Stossgebet nach dem anderen in den Himmel geschickt habe und Gott daran erinnert habe, dass auf dieser Erde nun noch eine Frau und 5 Kinder ist. Im Fall der Fälle, dass es könnte vergessen haben. Und ich habe mir in dieser Phase auch die Frage gestellt, hat der Pilot dort vorne, den ich nicht einmal kenne, hat der die Kisten im Griff? Ich weiss nicht, die neben mir, die gesessen sind, entweder haben sie so ein Pokerface gehabt, oder für sie war das wirklich nicht so schlimm gewesen, die Situation. Für mich war das eine unglaublich schwierige Phase gewesen dort drin, weil es nicht so gegangen ist, wie ich mir das gerne gewünscht hätte. Wir sind nicht nur am Pilot ausgeliefert gewesen, sondern dieser ganzen Situation. Und das Ohnmächtigste in so einer Situation ist, du hast nichts mehr selber unter Kontrolle. Du bist komplett ausgeliefert. In unserem Leben, die Geschichte von dem Flüger ist für mich zu einem Bild geworden für unser Leben. Oft sind wir am Morgen, wie ich am Anfang gesagt habe, in unserem Bett oder vielleicht am Morgentisch, wir lassen den Tag so ein bisschen vor dem inneren Auge schon durchgehen und wünschen uns, dass der Tag in geordneten Bahnen abgeht. Aber in unserem Leben ist es leider oft auch so, dass wir zumal mit Herausforderungen konfrontiert werden, wo wir nicht mehr Kontrolle darüber haben. Krisen, die sich in unser Leben hineinstellen, einfach wie wenn sie das grösste Recht hätten, dass sie jetzt das dürfen. Und ich merke, jetzt ist dann zumal nicht alles in geregelten Bahnen, sondern jetzt ist der Fokus voll auf die Krisen ausgerichtet. Man ist oft Krisen ausgeliefert. Und darum ist die Frage nicht heute Morgen in dem Thema, haben wir alles unter Kontrolle, nicht, wie können wir Krisen verhindern, sondern die Frage ist viel mehr, wie gehen wir um, wenn Krisenzeiten und herausfordernde Situationen passieren. Um das geht es heute Morgen. Und die Geschichte, die wir jetzt miteinander anschauen wollen, die steht in der Bibel drin, im Neuen Testament, im Markus-Evangelium, wo aufgeschrieben worden ist. Die Evangelien sind alles Geschichten, Lebensberichte, die uns das Leben von Jesus näher bringt. Und anhand von dieser Geschichte werden wir entdecken, wie wir mit Krisenzeiten umgehen können. Wir werden entdecken, was es mit unserem Glauben macht. Wir werden einen neuen Blick auf den Jesus Christus bekommen. Und wir werden auch neu lernen, in einer neuen Art und Weise über Gott zu denken. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, auch daheim, dann nimmst du eine Bibel vor, wenn du ein Smartphone hast. Es gibt Bibel-Apps, die man herunterladen kann. Wenn du jetzt noch keins hast, kannst du es noch schnell machen. YouVersion ist so eins. Oder auch für den nächsten Sonntag dann. Markus-Evangelium, Kapitel 4. Da wird uns berichtet, dass Jesus einen langen Tag wieder einmal erzählt hat, den Menschen vom Reich von Gott. Die Jünger sind langsam müde geworden, sind die Leute angefangen heimschicken. Und dann ist Folgendes passiert. Lasst uns miteinander jetzt mit Jesus in das Boot hineinsteigen. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Leute nach Hause und nahmen ihn, so wie er war, im Boot mit. Einige andere Boote fuhren Jesus nach. Plötzlich brach ein schwerer Sturm los, so dass die Wellen ins Boot schlugen und es mit Wasser voll lief. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien: Rabbi, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Jesus stand auf, herrschte den Sturm an und sagte zum See: Schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat völlige Stille ein. Warum habt ihr solche Angst? Fragte Jesus. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Da wurden sie erst recht von Furcht gepackt und flüsterten einander zu: Wer ist das nur, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? So fiel die Begebenheit aus dem Boot raus. Jesus ist auf dem Weg ans andere Ufer mit seinen Jüngern und plötzlich kommt ein heftiger Sturm.
Dann denkt man sich, ja, wie ist denn so überhaupt so etwas möglich? Und wir müssen wissen, das kann man mit den klimatischen Bedingungen, die damals beim See Genezareth geherrscht haben, begründen. Der See Genezareth war immer wieder bekannt für plötzlich aufkommende Fallwind, sagt man dem. Da sind zum Beispiel vom Berg Hermon sind die kalte Luft runtergekommen und vom See Genezareth ist die warme Luft raufgekommen. Und wenn die zwei aufeinander getroffen sind, dann ist es zu diesen heftigen Wettergabriolen gekommen. Es ist zu heftigen Gewitter gekommen und plötzlich, wegen dem heisst es plötzlich, ist ein Sturm auftreten. Und das hat zu jeder Jahreszeit hat das können ausgelöst werden. Wir müssen wissen, die Wassermassen anfangen aufpeitschen, die Wellen sind grösser geworden. Warum? Weil es nicht so war wie beim Meer, wo es einen Strand gibt, wo die Wellen nachher rausgehen, sondern weil der Berg da war, sind eigentlich die Wellen wie an den Berg angeschlagen und sind wieder zurückgekommen, was dazu geführt hat, dass das Boot ziemlich wild durcheinander gewirbelt worden ist. Wir müssen auch wissen, dass die Jünger von Jesus professionelle Fischer waren. Und die haben schon jegliche Wettergabriolen gehabt. Aber die Gabriolen müssen so heftig gewesen sein, dass sogar sie als erfahrene Fischer Angst hatten, sie kommen jetzt um. Sie waren dieser Naturgewalt ausgeliefert gewesen, weil gegen diese Gewalt haben sie nichts ausrichten können. Plötzlich ist der Sturm da. Und ich weiss nicht, wie es dir geht. Das ganze Thema ist nur noch Coronavirus. Plötzlich ist der Virus nicht mehr irgendwie im asiatischen Raum, sondern vor deiner eigenen Haustür. Plötzlich. Plötzlich kommst du am Morgen arbeiten und dein Chef legt dir eine Kündigung auf den Tisch. Plötzlich kriegst du eine Nachricht, du, im Fall ein lieber Mensch ist gestorben. Plötzlich stehst du mitten in einer Krise, in der du letzte Woche noch gar nicht gedacht hättest. Wir alle erleben so plötzliche Gewitter und Stürme in unserem Leben. Und die können immer wieder kommen. Und so war es auch bei diesen Jüngern damals. Auch in dieser Corona-Situation hat man oft das Gefühl, jetzt ist man ausgeliefert. Man hat schon viele Stürme erlebt. Aber die, nein, man ist ausgeliefert. Und was macht Jesus in dieser Geschichte? Er schläft im Boot auf einem Küssi. Und scheint nichts mitzubekommen. Und die Jünger stürzen sich voller Angst auf ihn und sagen, Jesus, wir vertrinken. Wie kannst du nur so schlafen? Wir vertrinken. Geht es dir eigentlich noch? Schau, ich glaube, der Markus, der das aufgeschrieben hat, will mit dem nicht nur sagen, mit dieser Geschichte, dass Jesus in den Krisenzeiten von unserem Leben dabei ist. Das stimmt, ja. Aber ich glaube, der Markus will noch eine Stufe tiefer gehen. Er will uns etwas Wichtiges über den Jesus zeigen. Uns an einem Punkt, an eine Wahrheit anführen, wo wir vielleicht oft nicht so auf dem Radar haben, aber an einem Punkt anführen, wo unser Leben und unser Glauben herausfordert. Auch über die Art und Weise, wie wir von Jesus denken. Ich glaube, der Markus will mit dieser Geschichte Folgendes sagen. Jesus ist nicht einfach nur jemand, der Macht hat, sondern Jesus ist die Macht. Jesus ist die Macht. Jesus schläft, er wird von den Jüngern geweckt und als er aufsteht, macht er zwei Sachen. Es passieren zwei spannende Sachen. Das Erste ist, er sagt einen Befehl, schweig und bist still. Wir haben dort gelesen im Vers 39, sofort stand Jesus auf, bedrohte den Wind und rief in das Toben des Sees, sei still und schweig. Was Jesus nicht macht, ist, er tut nicht sein Hemd aufmachen und tut seine Arme hinterher krempeln. Sagt so, lieber Sturm, jetzt geht es ans Eingemachte. Oh, das macht man doch oft, jetzt geht es ans Eingemachte. Jesus nimmt dann nicht den Zauberstab führen und sagt 1, 2, 3, still. Macht Jesus auch nicht. Er braucht auch keinen Zauberspruch. Sondern was Jesus sagt, ist einfach, schweig und bist still. Weißt du, wie so ein nervig kleines Kind, das ständig an der Hosenbein hängt und sagt, jetzt bist du mal still. Und das Zweite, Erstaunliche, was passiert ist, der Sturm folgt ihm.
Es heißt dort, sofort stand Jesus auf, bedrohte den Wind und rief in das Toben des Sees, sei still und schweig. Da legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Ganz still könnte man auch mit Totenstill übersetzen. Der Wind bläst nicht mehr, das Wasser wird ruhig und von einem Moment auf den anderen ist der See wie glatt wie ein Spiegel. Warum? Jesus weist Wind und Wellen in Schranken. Das macht kein normaler Mensch. Wieso ist das möglich? Weil Jesus nicht nur Macht hat, sondern Macht ist. Das griechische Wort für Macht heisst so viel wie Autorität haben, Vollmacht haben, Befugnis haben, etwas zu machen. Und das hat Jesus. Jesus ist der Herr über das ganze Universum. Wegen dem muss Wind und Wellen ihm folgen. Es gibt keine höhere Macht als Jesus Christus allein. Er ist die höchste Macht. Wegen dem steht er hoch über allem. Wegen dem kann er alles kontrollieren. Und nichts kann Jesus kontrollieren. Sondern er ist die Macht. Und darum kontrolliert er alles. Auch Wind und Wellen. Spätestens jetzt muss uns klar werden, wenn wir das lesen, dass es zu kurzsichtig wäre, Jesus einfach als einen grossen Lehrer anzuschauen. Der Gandhi hat nie gesagt, ich habe die Macht. Ein Buddha hat nie gesagt, ich habe die Macht über alles. Der Hinduismus sagt auch nicht, ich habe die Macht über alles. Die Aussage von Christus, die ist einzigartig. Die Aussage, ich habe nicht nur Macht, ich bin die Macht. Alles ist mir untergeben. Wegen dem sind die Jünger so entsetzt gewesen, wo Wind und Wellen ihm gefolgt haben. Müsst ihr euch mal vorstellen, ich stelle einen neuen Föhnsturm raus. Und mal sagt Jesus, bist still. Und der Föhnsturm muss Jesus folgen, weil er die Macht ist. Im Epheserbrief, der ist im Neuen Testament, bringt der Apostel Paulus einmal wie folgt zum Ausdruck. Er sagt Folgendes über Jesus. Jesus steht hoch über allen Mächten und Gewalten. Hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt. Und er hat ihm, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Merken wir etwas von dieser Dimension? Der Christus steht über allem und alle Krisen, auch die momentanen Krisen und Sorgen, auch die von unserem persönlichen Leben, die sind ihm unterstellt. Und er steht drüber. Und das schafft in unserem Leben schon einen Perspektivenwechsel. Die Frage ist, wohin schaue ich in so Krisensituationen? Schaue ich auf Abend oder schaue ich auf den Christus, der sagt, ich bin die Macht und ich habe alles in meiner Hand? Weil Jesus die Macht ist, steht er über allen Kräften und Gewalten. Nichts ist mächtiger als er, auch kein Virus. Alles ist ihm untergeben. Und das können wir in der Bibel schon lesen. Er hat das Meer geteilt, damit das Volk Israel durchgehen konnte. Weil er alle Macht hat, ist er in Menschengestalt auf die Erde gekommen. Weil er die Macht hat, kann er kranke Menschen gesund machen. Weil er die Macht hat, kann er Sünden vergeben. Weil er die Macht hat er den Tod überwunden, ist am Kreuz von Golgatha gestorben. Weil er die Macht ist und für ihn nichts unmöglich ist, kann er durch seinen Heiligen Geist neues Leben und unser Leben verändern. Nimm einen Punkt in deinem Leben, wo du dir schon lange Veränderung wünschst. Und ich kann dir sagen, Jesus hat nicht nur die Macht, dich zu verändern, er ist die Macht, die dich verändert. Durch seinen Heiligen Geist. Und das erlebe ich bei mir in meinem eigenen Leben immer wieder auch, dass Gott mich verändert. Und ich weiß, ich bin mit ihm auch jetzt im Moment an einem Punkt am Arbeiten, wo ich mir auch wieder Veränderung wünsche. Und ich weiß, er wird es machen. Wenn, weiß ich nicht, dass es tut, das glaube ich ganz fest. Jesus ist nicht nur die Macht. Jesus hat nicht nur Macht, sondern ich sage, er ist auch die Macht. Und diese Wahrheit hat auch Auswirkungen auf unser Leben. Ich möchte zwei Sachen nennen. Das erste ist, weil Jesus die Macht ist, können wir ihm vertrauen, dass er zu jeder Zeit alles im Griff hat.
Lasst uns mal schnell den emotionalen Zustand der Jünger anschauen in dieser Geschichte. Die Jünger weckten ihn auf und schrien: Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Bevor Jesus den Sturm stillt, haben die Jünger Angst. Warum? Weil sich das Boot mit Wasser füllt. Weil sie mit ihrem Schöpfen nicht mehr rausgekommen sind. Ich weiß nicht, ob sie einen Kübel dabei haben oder ob sie mit den Händen rausgeschöpft haben. Das ist ja genau das. Angst löst bei uns oft irrationale Sachen aus. Angst macht mit uns Zeug, wo wir verstandesmäßig nachher zurückschauen und sagen, warum habe ich das gemacht? Kennst du das? Man hat mal Angst, dass mir der Boden unter den Füßen weggenommen nimmt und darum nehmen die Jünger ihre Hände und schöpfen das Wasser raus. Eigentlich muss man sagen, irrational, was machen ihr da? Und das macht Angst mit uns. Aber weißt du, ich mag nicht von oben runter schauen auf die Jünger, sondern ich weiss aus meinem eigenen Leben, mir geht es oft auch so, dass ich in Angstsituationen irrational handle. Und vielleicht kennst du das auch. Bei den Jüngern war es eine Frage von der Zeit, bis sie werden untergehen. Und bei meiner Story am Anfang, ich glaube, ich weiß nicht, wie lange das noch gerüttelt hat, ich habe gedacht, du, das ist eine Frage von der Zeit. Und dann bist du irgendwie aufgelöst, ich weiß es nicht. Stürzt die Kisten ab. Und so stürzen sich alle auf Jesus, rütteln ihn wach und schreien, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen. Und ich glaube, ganz gleich, ob du Jesus Christus kennst oder nicht, ob du ihm nachfolgst oder nicht, jeder von uns hat schon Stürme erlebt. Und wir gehen zu Jesus und sagen, hey Jesus, siehst du nicht, ich habe einen Job verloren. Wir haben Krisen. Vielleicht hast du Diagnose von einer unheilbaren Krankheit bekommen. Eine Krise von schwierigen Beziehungen. Scheidung. Existenzielle Nöte und Ängste. Vielleicht erlebst du Gedankenkämpfe. Möchte ich dir sagen, ich kann dich so gut verstehen. Ich erlebe ganz viele Gedankenkämpfe auch in meinem Leben, die mich abreißen wollen, die mir Angst einflößen wollen, die mich entmutigen wollen. Vielleicht erlebst du Krisen in Form von Zweifel, ungelöste Fragen und Probleme, Versuchungen. Schauen, unsere Stürme sind ganz unterschiedlich. Das ist ein Sturm, das haben wir gemeinsam. Und du hast vielleicht, wie die Jünger, schon oft manchen Sturm durchgestanden, aber jetzt bist du überzeugt, die momentane Situation, wo du drin stehst, der bist du einfach nicht mehr gewachsen. Die wird dich kaputt machen. Und während du sinkst und Angst hast, hast du das Gefühl, Gott hat dich vergessen. Das ist irgendjemand anders. Im Psalm heisst es, Gott schläft und schlummert nicht. Und du denkst, ja, woher auch? Ich habe das Gefühl, bei mir ist er recht tief am Schlafen. In meiner Situation. Aber was die Jünger machen, ist, sie schreien ihre Verzweiflung raus. Jesus, merkst du nicht, dass wir untergehen? Jesus, ist es dir nicht egal, wie es uns geht? Wenn du uns wirklich, wirklich lieben würdest, dann würdest du mich nicht das durchmachen lassen, was ich jetzt muss. Das sind oft die Gedanken in unseren Herzen. Und Jesus stillt den Sturm und sagt, stimmt, ich verstand euch nicht, ich habe verschlafen. Nein, sagt er eben nicht. Das hätten sich vielleicht die Jünger gewünscht. Jesus stellt ihnen nur eine Frage. Warum habt ihr so eine Angst? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Können wir uns vorstellen, was die Jünger denken? So eine Antwort ist im ersten Moment wie eins an die Tore. Wie bitte? Warum habt ihr Angst? Was soll das, Jesus? Jesus, wir haben Angst, du lässt uns im Stich und wir vertrinken, wir sehen unsere Familie nie mehr. Und die Reaktion ist so menschlich. Und ich bin überzeugt, dass wir gleich reagieren in so Situationen. Warum hast du Angst, fragt Jesus auch dich. Und meine Frage ist, was sagst du ihm auf die Frage? Oft sind wir doch Meister in dem, dass man eher so ein bisschen nicht mit dem rausrückt, was uns Angst macht, oder? Wenn dich jemand fragt, wie geht es dir, tut man nicht im ersten Besten gerade sagen, wie es einem wirklich geht. Wie gehen wir mit unserer Angst um? Ich möchte dich ermutigen, dass du Jesus deine Angst zeigst.
Jesus, ich habe Angst, dass ich keinen Job mehr bekomme. Jesus, ich habe Angst vor dieser Krankheit, dass ich nicht weiss, was sie mit mir macht. Und ich habe Angst, dass ich daran könnte sterben. Jesus, ich habe Angst, dass ich die Herausforderungen im Moment nicht mehr packe. Ich habe Angst, von dem lieben Menschen verloren zu werden, dass die Liebe nie mehr zurückkommt. Jesus, ich habe Angst, dass sich meine Eltern scheiden lassen. Jesus, ich habe Angst, dass ich aus dem Strudel von der Magersucht und Bulimie rauskomme. Jesus, ich habe Angst, dass ich die Rechnungen nicht mehr zahlen kann. Es bleibt am Ende vom Geld noch so viele Monate übrig. Jesus, ich habe Angst, dass mich die Sorgen und Nöte, meine Ängste und meine Zweifel auffressen. Ich habe Angst, geliebte Menschen zu verlieren. Dass ich geliebte Menschen an dem Virus anstecken und daran sterben. Wieso stellt Jesus die Frage, warum hast du Angst? Ich glaube, er stellt sie in erster Linie, weil es einfach eine wichtige Frage ist. Weil er will, dass wir ihm sagen, was uns Angst macht. Er will uns mit dem aus der Isolation rausholen. Weil wenn wir mit unseren Ängsten nicht aus der Isolation raustreten, dann passiert es, dass wir irrationale Sachen machen, die nicht nachvollziehbar sind. Und wir werden daran kaputt gehen. Und er ladet uns ein, Psalm 50, 15. Ich möchte euch das einfach vorlesen. Da heisst es, ruft mich an in der Not. Das ist eine Einladung von Gott. Und dann möchte ich dir die Einladung jetzt auch gerade hier zusprechen, auch euch, auch daheim. Hören auf, Gott etwas vorzumachen, sondern fangt an, mit Gott echt zu reden und euer Herz ihm mitzuteilen. Warum habt ihr so Angst? Ich glaube, Jesus stellt die Fragen aus einem zweiten Grund. Ich glaube, er stellt sie, weil er mit dem uns aufzeigen will, dass wir oft ein falsches Denken und ein Verständnis von ihm haben. Die Jünger haben ihm vorgehalten, eigentlich unter zwischen den Linien gesagt, Jesus, wir sind dir egal. Aber die Ansicht ist nicht richtig. Jesus sagt, warum hast du Angst? Anders sagt er zu uns, zu ihnen und zu uns, hey Freunde, ich weiss, dass es stürmt in eurem Leben. Aber meine Frage ist, vertraust du mir? Auch jetzt. Traust du mir nicht zu, dass ich der Herr über die Stürme bin von deinem Leben? Und das ist eine Schlüsselstelle da drin. Jesus sagt auch dir und mir heute Morgen, wir sind ihm nicht egal. Ich liebe euch aus tiefstem Herzen. Aber ich räume Hindernisse auch nicht einfach nur so einfach aus dem Weg. Ich lasse manchmal zu, dass ihr Menschen müssen Stürme erleben, sagt Gott. Ich bin Gott und ich habe die Macht und ich bin die Macht. Ich habe alles unter Kontrolle und ich weiß, was ich tue. Und das ist für uns manchmal auch ein bisschen unangenehm. Aber zu sehen, dass Gott alles in seiner Hand hat, auch wenn ich im Moment Stürme ausgeliefert bin, das kann ihm auch gelassen machen. Unser Vertrauen zu ihm noch mehr stärken. Wegen dem gibt es keinen Grund zur Panik. Jesus kann uns lieben und gleichzeitig zulassen, dass wir Stürme erleben. Warum? Weil er Gott ist und weil er alles in seiner Hand hat und weil er oft einen grösseren Blick hat als wir. Einen grösseren Plan hat oft als wir. Nicht nur seine Macht ist unbegrenzt, sondern auch seine Weisheit und seine Liebe. Und Jesus sagt, wenn ihr versteht, dass ich die Macht bin, dann könnt ihr Frieden haben, trotz dem Sturm. Und ich habe das schon oft auch in meinem eigenen Leben erlebt. Dann stürmt es draussen, wie weiss nicht was, aber in mir habe ich einen tiefen Frieden, den ich nicht erklären kann. Und ich merke, es schafft so wieder ein neues, tiefes Vertrauen Gott gegenüber.
und sage, Gott, ich verstand dich nicht. Aber weißt du was? Ich hänge mich gerade besonders an dich, in der Hoffnung und im Vertrauen, dass es du in deiner Hand hast. Von wo sollen wir die Gewissheit haben, dass wir Jesus nicht egal sind, dass er alles im Griff hat, wenn der Sturm tobt? Weil Jesus Christus der grösste Sturm von allen Stürmen selber durchgestanden hat. Und er nämlich am Kreuz für all unsere Sünden von dir und von mir gestorben ist. Weil er das Trennsein vom Vater durchgestanden hat und selber erlebt hat. Er hat sich nicht aus dem Sturm verabschiedet, sondern er hat ihn durchgestanden und er hat ihn überwunden. Und er hat es gemacht für dich und für mich. Und somit wird er auch uns in unseren Stürmen nicht verlassen. Und ich glaube, wenn das zu einer Gewissheit geworden ist in unserem Herzen, dann kommen wir nicht mehr zum Schluss sagen, Gott liebt uns nicht. Sondern dann kommen wir zum Schluss, er liebt uns und wir können ihm vertrauen. Weil Jesus gemacht ist, können wir ihm vertrauen, dass er jederzeit alles im Griff hat. Und das Zweite, noch ein kurzer Punkt, den wir von dem lernen können, ist, weil Jesus gemacht ist, kommt es auch nicht auf die Stärke von meinem Glauben drauf an in erster Linie. Jesus fragt seine Jünger nicht nur, warum habt ihr Angst, er fragt sie auch, habt ihr denn gar kein Vertrauen zu mir? Man könnte auch übersetzen, wo ist euer Glauben und euer Vertrauen? Und ich glaube, Jesus stellt ihnen die Frage nicht, um ihnen ein schlechtes Gewissen zu machen, auch uns nicht. Sondern ich glaube, er stellt ihnen die Frage, um ihnen zu zeigen und auch um uns zu zeigen, dass es nicht auf die Stärke von meinem Glauben in erster Linie darauf abkommt, sondern die Stärke auf das Objekt, wo ich daran glaube. Auf den Gegenstand, wo sie daran glauben. Ich möchte euch ein Beispiel bringen. Wir haben ja nicht so oft jetzt kalte Zeiten erlebt, jetzt in dem Winter. Aber es hat einmal eine Phase gegeben, ich glaube, es war gerade der 1. Januar, wo wir als Familie auf Wildhaus aufgegangen sind zum Schwendisee. Schwendisee, ist das der links? Rechts? Der links, hä? Der links, der. Genau. Und der Punkt war, wir kommen dort an und der See war zugefroren. Und da sind Leute mit den Schlittschuhen drauf rumgefahren. Und in mir hat sich schon ein bisschen Widerstand gemacht und denkt, die brechen nächstens ein. Aber der See war so zugefroren, dass man ohne weiteres dort drauf rumlaufen konnte. Und meine Kinder waren mir das Vorbild. Die haben gesagt, das Eis treibt, ich laufe jetzt. Beim Werdenberger See hätte ich das in dem Winter nicht gemacht. Weil die Schicht war nicht unbedingt so dick. Aber als tiefgläubiger Mensch hätte ich jetzt in dem Winter können bei dem Werdenbergensee anstehen, am Ufer, und zu mir sagen, ich weiss zwar, dass das Eis nicht dick genug ist, aber ich habe einen grossen Glauben. Jesus ist auf dem Wasser gelaufen, ich habe noch eine Eisschicht dazwischen. Ich glaube, es könnte funktionieren. Und ich glaube, ich werde auf der anderen Seite vom See ankommen. Was wäre passiert, wenn ich einen Schritt aufs Wasser gemacht hätte? Ich wäre mit meinem grossen Glauben auf die dünne Eisschicht gestanden und wäre natürlich eingebrochen. Warum? Weil das Objekt, wo ich daran geglaubt habe, nicht stark genug war. Versteht ihr? Anders war es bei dem Schwendisee. Die Eisschicht war so dick. Der Gegenstand von meinem Glauben war so dick. Ich habe gesagt, ich glaube, dass er so dick ist und jetzt stand ich drauf. Versteht ihr? Wegen dem sind meine Kinder draufgegangen. Aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe dieser Sache immer noch nicht getraut. Das Objekt vom Glauben muss stark genug sein. Weil ich einen so einen starken und vollmächtigen Glauben habe, heisst das noch lange nicht, dass auch das Objekt von meinem Glauben tragfähig ist. Das ist wichtig zu verstehen. Und das ist das, was Jesus da sagt. Es kommt nicht in erster Linie darauf an, wie stark dein Glauben ist. Sondern es kommt darauf an, traust du mir zu, dass ich stärker bin als deine Stürme von deinem Leben. Und wenn du das glaubst, dann kannst du dich mir anvertrauen. Das ist das Bild, versteht ihr? Und es wäre eigentlich kleingläubig, nein, es war kleingläubig, nicht eigentlich, ich möchte mich jetzt da nicht noch besser machen, es war kleingläubig von mir, beim Schwendisee zu stehen und merken,
Nein, ich traue mich gleich nicht. Obwohl die Schlittschirnlet sind und meine Kinder auf dem Eis rumgelaufen sind. Meine Kinder sind mir da so ein riesen Vorbild gewesen. Jesus hat einmal gesagt, ihr müsst werden wie Kind. Und was machen die Kinder? Die vertrauen. Die merken mal, da hebt, die machen das auch, die vertrauen. Und ich merke, da ist bei mir oft auch noch so etwas dazwischen, wo ich gleich noch alle hundertprozentige Sicherheiten habe. Wie viel Glauben ist gut genug? Wie stark muss mein Glauben sein? Ich möchte es Ihnen nochmal sagen, es kommt nicht in erster Linie auf die Stärke von meinem Glauben drauf an, sondern in erster Linie ist das stark genug, wo ich daran glaube und darauf vertraue. Und letzten Sonntag in dieser Predigt, die ich gehalten habe, ich möchte das an dieser Stelle nochmal kurz aufgreifen, haben wir die Frage gehabt, auf was ist dein Leben aufgebaut? Ist es auf Beziehungen, auf Geld, auf Gesundheit aufgebaut? Und meine Frage ist heute nochmal, ist das Fundament stark genug? Auch jetzt in so Situationen. Und Jesus sagt, weißt du was? Es gibt nur jemanden, wo ein starkes Fundament ist und das bin ich selber. Glaubst du das? Wenn ja, dann kannst du dich mir anvertrauen. Ich habe nicht nur Macht, sondern ich bin die Macht. Du musst nur glauben, dass ich es bin. Und das langt. Das Maß an Glauben ist genug. Wegen dem ist für mich nichts unmöglich. Wegen dem habe ich alles unter Kontrolle und im Griff. Was heisst das für uns? Ich komme zum Schluss. Verabschiede dich heute von deiner Vorstellung, Jesus war einfach nur ein grosser Lehrer und ein grossartiger Mensch. Er ist der allmächtige Gott. Er, der alle Macht ist. Und weil er alle Macht ist, hat er auch alle Stürme in unserem Leben unter Kontrolle. Auch wenn wir sie durchstehen müssen. Manchmal sage ich Jesus, warum lässt du mich nicht aussen durchlaufen? Warum muss ich mitten durch? Ich möchte euch aus meinem eigenen Leben sagen, weil ich oft durch Stürme durch muss, lerne ich, wie mein Vertrauen in den Christus wächst. Wo ich nicht lernen würde, wenn ich aussen durchlaufen müsste. Ist es angenehm, da durchzulaufen? Nein. Aber weißt du was? Christus ist mitten drin im Sturm bei dir auch jetzt. Er hat uns versprochen, ich bin jeden Tag bei dir. Und das gilt auch jetzt. Wegen dem darfst du dein Herz bei ihm ausschütten und sag ihm, was dir Angst macht. Und vertraue ihm, dass es richtig macht. Ich habe euch am Anfang die Geschichte vom Flugzeug erzählt. Und ich habe gewusst, es kommt nur auf jemanden drauf an jetzt. Dass das Flugzeug wieder gut runterkommt, nämlich auf den Pilot. Ich habe ihn nicht gekannt. Und ich habe ihm gleich Vertrauen geschenkt, dass er es macht. Es ist mir dort oben nichts anderes übrig geblieben. Aber weißt du was? Du kannst den Christus kennenlernen. Christus will der persönliche Pilot werden von deinem Leben. Wenn es noch nicht ist, dann vertrau dich ihm an. Und du kannst ihn kennenlernen. Und du wirst erleben, dass das, was wir heute Morgen gehört haben, wirklich tragfähig ist. Und vielleicht ist der Christus schon lange der Pilot von deinem Leben. Dann sprich ihm neu das Vertrauen aus und sag Jesus auch gerade jetzt in meiner Situation, was auch immer deine Krise ist, was auch immer dein Sturm ist, ich vertraue dir neu. Und vielleicht lebst du im Moment noch in gar keiner Krise und in gar keinem Sturm. Irgendwann wird schon eine kommen. Das ist einfach der Lauf vom Leben. Und dann darfst du wissen, der Christus ist da. Jesus, der sagt, mir ist nicht nur die Macht gegeben, sondern ich bin die Macht. Entscheidend ist nicht die Stärke in erster Linie von unserem Glauben, sondern die Stärke von Jesus. Er hat alle Macht. Amen. Ich bete noch. Allmächtiger Gott, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir für das, was wir gehört haben. Und ich danke dir, dass du alles in deiner Hand hast. Und ich danke dir für dein Reden an dem heutigen Morgen. Und ich danke dir, dass wir mit allem dürfen zu dir kommen. Danke, dass du den grössten Sturm überhaupt, den Sturm von allen Stürmen, selber durchgestanden bist. Und dass wir durch das dürfen Zugang haben zu dir, Vater im Himmel. Danke vielmals dafür. Segne uns, Herr, und segne jetzt jedes Einzelne ganz besonders. Ich danke dir für deine Macht, für deine Grösse, und das soll uns die Hoffnung geben, dass du nicht nur die Macht hast,
sondern auch selber die Macht bist. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen.